Lass uns bitte ehrlich miteinander sein. Warum haben wir Männer so wenig Auswahl, wenn es um Frauen geht? Warum explodiert unser Handy nicht mit Nachrichten über Nachrichten über Nachrichten von Frauen, die du toll findest und die offensichtlich auf dich stehen? Und wo ist diese eine Frau, die uns wirklich interessiert? Du weißt, wen ich meine, oder? Diese eine Frau, die einfach etwas Besonderes hat. Wieso gehen wir denn so oft alleine ins Bett und fragen uns, wie schön es doch wäre, neben ihr aufzuwachen? Warum haben nur wenige Männer diesen Luxus? Wenn du wissen möchtest, wo sie gerade steckt und wieso sie nicht im Bett auf dich wartet, dann ist dieses Video genau für dich. Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach für Männer und du und ich, wir lüften jetzt dieses Geheimnis. Wie oft sagst du einer Arbeitskollegin, die dir vielleicht gerade neu vorgestellt wird, wow, dein Lächeln ist ja umwerfend? Hi, ich bin Andy. Du und ich, wir sollten vielleicht mal ein Eis essen gehen. Selten? Nein. Nie, stimmt's? Denn selbstverständlich wäre das vor der gesammelten Belegschaft nicht unbedingt diskret. Und außerdem ist da natürlich die Angst, es dir beim Arbeitsplatz zu versauen. Ganz zu schweigen von dem ganzen Druck, den sie an einem neuen Arbeitsplatz ohnehin schon hat und den du damit wahrscheinlich noch vertausendfacht hättest. Aber wo können wir sonst wunderschöne und interessante Frauen kennenlernen? Im Internet? Naja, wie lief das für dich? In Nachtclubs, die einfach nur laut und komisch sind und wo wir uns nicht wirklich wohlfühlen? Und im Freundeskreis? Naja, wenn das schief geht, dann wird das vielleicht die ganze Freundschaft unter allen einfach nur verkomplizieren. Es gibt da etwas. Und das Geile ist, jeder Mann kann das machen. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie einfach das sein kann, hat es meine komplette Realität gesprengt. Das Geheimnis, das nur sehr wenige Männer kennen und von diesen Männern auch nur ein Bruchteil ausnutzt, ist das Kennenlernen von Frauen auf der Straße, im Alltag, in der Bücherei, im Supermarkt, im Zoo, egal wo du bist, in deinem persönlichen Alltag. Und das Ganze hört sich natürlich ganz schön schwierig an. Wie soll ich das denn machen in meinem Alltag? Aber es ist gar nicht so schwer. Und es gibt ein paar wenige Punkte, die ich dir jetzt dazu verraten werde. Denn was ich so sehr daran liebe, ist die absolute brachiale Ehrlichkeit. Bist du Single? Ich bin Single, ja. Die du sonst in deinem Alltag nicht einer Frau so entgegenbringen kannst. Ich mag dich. Ach so. Ja, was machen wir jetzt mit der Info? Am Arbeitsplatz, haben wir vorhin erfahren, geht das schon mal nicht. Aber tagsüber, in der Stadt, im Verkehr der Passanten, wo eine Begegnung zwischen zwei Fremden im Trubel völlig untergeht, da ist das möglich. Hier ist das Kennenlernen von wunderschönen und, wenn du weißt, wie du sie ausfindig machen kannst, intelligenten Frauen absolut möglich und zwar regelmäßig. Denk dran, wie ist das, wenn du durch die Stadt gehst? Mit welchen Scheuklappen läufst du durch die Gassen und bemerkst gar nicht, was um dich herum passiert? Wenn dort ein Mann eine andere Frau anspricht irgendwo, dann wirst du dir wahrscheinlich denken, oh ja, die kennen sich. Und genau so kommt es auch anderen vor. Und das Coole ist, genau so kommt es auch ihr vor, wenn sie von dir angesprochen wird. Überleg einmal, wie möchte eine Frau wohl ihren Traumprinzen kennenlernen? Ist das im Club, wenn er an ihr herumtanzt oder sie besoffen anmacht? Oder ist es am Arbeitsplatz? Oder wo würde sie gerne ihren Ritter auf dem weißen Schimmel kennenlernen? Ich habe diese Frage übrigens schon Dutzenden Frauen in einer kleinen, inoffiziellen Umfrage gestellt und das Ergebnis ist einfach eindeutig. Viele Frauen sagten mir, es wäre schön in einem Café oder im Urlaub oder es entwickelt sich einfach ein lockeres Gespräch, aber alle Frauen verwendeten diese zwei Wörter, als sie ihre Situation beschrieben haben. Sie sagen, ich weiß nicht, es passiert einfach so. Was heißt einfach so? Gott hält die Fäden dort nicht in der Hand. Amor schießt nicht seinen Pfeil auf euch und ihr lauft ferngesteuert aufeinander zu. Jedes Mal, wenn es einfach so passiert ist, hat einer den ersten Schritt gemacht und ist von A nach B zu dem anderen hingelaufen. Dieses Etwas, dieser Hoffnungsglimmer, diese Chance, dass ihr Tag versüßt wird, die bist du. Alles, was eine Frau dort von dir sehen muss, um dir ihre Nummer zu geben, sind drei Dinge. Erstens, der Schneid, überhaupt auf sie zuzugehen und dir ehrlich zu sagen, was du Schönes über sie denkst. Zweitens, dass es dir egal ist, ob das Ganze erfolgreich sein wird oder nicht. Denn wenn es dir völlig egal ist, ob sie dir ihre Nummer gibt oder sie einfach nur sagt Dankeschön und weiterläuft und du stolz darauf sein kannst, was du verdammt nochmal sein darfst, dass du einfach nur auf eine Frau zugegangen bist und deinen Mann gestanden bist, das ist etwas, was dich von all den anderen Typen, die sie vielleicht irgendwann mal ansprechen würden, radikal unterscheidet. Und drittens, Sympathie. Und darüber reden wir gleich noch mehr. Und wie du auf sie zugehst, das habe ich dir ja
hier oben in einigen Videos schon gezeigt. Aber es gibt ja noch eine dritte Komponente. Und wie du innerhalb von 2 Sekunden Sympathie erwächst, das zeigt dir mein Freund Jonathan. Jeder kann ein Lächeln faken, aber dein Gegenüber ist nicht doof, denn andere Menschen merken, wenn etwas aufgesetzt ist. Es gibt allerdings einen psychologischen Trick, mit dem du dich automatisch dazu bringst, auf dein Gegenüber sympathisch zu wirken. Welcher psychologische Trick das ist und wie du diesen Trick dazu nutzen kannst, anderen innerhalb von 2 Sekunden sympathisch zu sein, das erfährst du in meinem Video. Jonathan ist einer der Menschen, bei denen du einfach sofort merkst, er will dir helfen. Und glaub mir, das kann er auch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau auf jeden Fall Jonathans Video an. Ich habe es dir hier verlinkt und dann sehe ich dich bald wieder.